Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Aber ich schlafe sowieso ganz können Sie schon jetzt genaue Angaben, um es einmal astrologisch zu formulieren, über die Konstellation heute machen? Voraussichtlich durch mich gegen 19 Nagel auf den Kopf. Voraussichtlich. Ja. Voraussichtlich durchbricht gegen 19.40 Uhr ein Tanklastzug die Leitplanke und prallt auf der Gegenfahrbahn frontal auf einen PKW der Mittelklasse. Und diese Kollision löst eine Serie von Auffahrunfällen aus. Das ist sehr schön. Schön? Schrecklich. Das ist doch schrecklich. Ja, dann hätten Sie besser zu Hause bleiben sollen. Sie sind wohl auch noch einer von der ewig gestrigen Sorte, die glauben, das Schreckliche wäre was, was man sich als anständiger Mensch aus freien Stücken nicht ansehen darf. Im Fernsehen schon, aber nicht live. Oh, Gott, nein. Wie altmodisch. Bringen Sie sich doch nicht bei sich aus. Ich fühle mich leidenschaftlich gern außerordentlich. Also ich habe die Annonce gelesen und schon gewählt. Warte, ich halte das Ganze ja für okkulten Quatsch. Ich wollte nur haben mal erleben, wie blöd andere sein können. Nee, erst muss der mal die Puppen tanzen lassen. Für nichts kommt nichts. Für 500 Mark könnte man sich leicht mehrere Reißer im Fachhandel kaufen. Ist aber nicht dasselbe. So ein Film bleibt an der Wand. Sind Kinder unter den Opfern, Herr Nilsson? Wie bitte? Ob Kinder unter den Opfern sind. Also wenn nämlich Kinder darunter sind, dann möchte ich jetzt noch aussteigen. Nein, nein, so viel ich vorausgesehen habe, nicht. Schauen Sie mal da vorne, die Dicke. Oh, die kann ihren Vorbau als Stativ nehmen. Finden Sie das sehr witzig, sich an über andere Leute lustig machen? Das ist doch mal was anderes als die langweiligen Urlaubsfilme. Mama hier, Mama da. Ja, das bringt's besser. Hoffe ich wenigstens. Ja, das Gelände. Ist das Gelände weitläufig? Ich meine, kann man da nur mit Weitwinkel arbeiten? Nein, nein, ideal. Schmale Schlucht, leichte Linkskurve, circa 500 Meter weit einsehbar. Ah, ja. Sie können langsam ranzoomen oder gleich auf Punkt richten. Aber das können wir ja alles noch an Ort und Stelle besprechen. Brigitte? Brigitte? Ja, du. Ich bin gleich soweit. 5 Minuten noch. Ja, aber wirklich. Weißt du, wir müssen mindestens mit einer halben Stunde Fahrt rechnen. Wir werden es bestimmt schon schaffen, mal wieder die Ersten zu sein. Ja, du bist schon dabei. Dafür bleiben wir ja auch am längsten. Du? Ja. Du, Brigitte, da ist schon wieder so eine komische Anzeige in der Zeitung. Wie komisch. Wie neulich, das habe ich dir doch erzählt. Hör doch mal zu, komm her. Du, komm her. Hör mal zu. Hm? Film, das nie gefilmt wurde, über das Weekend werden ihre Freunde nur noch schmunzeln können, wenn sie ihren Super 8 Streifen gezeigt haben. Das ist Action, Crash and Death Live. Das geht unter die Haut und den Atem. Wenn sie selbst einen solchen Film drehen wollen und den Mark 500 erübrigen können, wählen sie die Nummer 02774-3273. Hier erfahren sie alles weitere. Sag mal, wie findest du das? Wie soll ich das finden? Das ist bestimmt so ein kaputter Typ. Er hat vor 5 Jahren noch einen Saal gemietet mit einem Bett in der Mitte. Und wenn er da mit seiner Freundin reingestiegen ist, haben hunderte Kameras zu surren begonnen. Und jetzt ist er halt umgestiegen. Sexfilmchen gehen nicht mehr. Totalschocker sind ihn.
Also bringt das jetzt knallhart. Ja, das hört sich ungeheuer logisch an, aber ganz so einfach ist das ja doch wohl nicht. Meine, wo nimmt der denn die Unfälle her? Passieren doch genug, jeden Tag. Ja, schon, aber doch woanders oder zu plötzlich. Und ehe du dich richtig besinnst und die Kamera hochkriegst, ist der totale Stillstand schon eingetreten. Der Rest ist doch langweilig. Die Bilder kannst du jeden Abend in der Tagesschau sehen. Na, ist ein Problem. Man wird schon irgendwie machen. Vielleicht ist er gelernter Helldriver. Okay, wenn du mir jetzt noch hinten den Reißverschluss zumachst, können wir gehen. Gut. Edwin? Edwin. Nun steh doch endlich auf. Um 8 musst du in der Firma sein und den Fernsehen läuft schon heute. Edwin! Lass mich doch in Ruhe, wenigstens noch 5 Minuten. Auf, Edwin, los! Nun komm, nun mach schon! Hm? Ja, ich versuch's ja schon die ganze Zeit. Los, auf! Weiß doch genau, wenn du nochmal blau machst, fliegst du raus. Oh, mein Kopf. Und dann? Wer bezahlt dann die Raten für die Möbel, Fernseher und das Auto? Also los, komm, komm! Meine Scheiße. Muss man denn schon alles vor der Arbeit sauer machen? Was weißt du hier sauer? Fernseher. Musst du dich eben nächstens nicht schon beim Mittagessen sinnlos besaufen? Jetzt aber raus, sonst wäre ich fuchsteufelswild. Oh, so eine Kälte. Oh, mein Kopf. Gib mir mal ein Aspirin. Jetzt wird mir auch noch schlecht, auch das noch. Na endlich. Und eins weiß ich genau, du säufst mir nicht mehr, wenn du abends noch weg musst. So ein Affentheater. Wenn ich saufen kann, der soll es eben lassen. Institut für Parapsychologie, sorry. Ja, ja, Gutachten sind eingeholt. Der Fernversuch wird zurzeit ausgearbeitet. Wann? Ja, in circa 3 Wochen, denke ich, sind wir soweit. Aber ich bitte Sie. Wiederhören, wiederhören. Morgen, sorry. Guten Morgen, Herr Professor. Was Neues? Ja. Also in Wuppertal hat ein Bügeleisen eine Hausfrau verfolgt. Ah, ja. In Großauheim klopft es unterm Ehebett. In Wedern spricht einer wieder mal Aramäisch und weiß nicht, wo es herkommt. Und eine Frau aus Neustammheim hat angefragt, ob wir auch Teufel austreiben könnten. Bei ihr wäre einer. Ja, also das Übliche. Wahrscheinlich werden wir bei einem dieser Fälle mal wieder zu Protokoll geben. Es gibt zurzeit keine wissenschaftlich rationale Erklärung dieses Phänomens. Wir vermuten paranormale Kräfte als Ursache. Aber wie die funktionieren, das wissen wir nicht. Da sind wir keinen Schritt weitergekommen. Vielleicht macht mir deshalb der ganze Betrieb hier keinen Spaß mehr. Und außerdem kann ich es einfach nicht begreifen, warum das Paranormale, das doch nun gerade nicht normal sein soll, so unglaublich normal ist, ohne jegliche Überraschung. Wie meinen Sie das jetzt, Professor? Herr Zolling, wie soll ich Ihnen das erklären? Es ist immer dasselbe. Auf den Kongressen und auf dem in London letzte Woche war es besonders schlimm. Wird man ständig von leicht hysterischen Damen überfallen, die mitten im dritten Frühling am zweiten Gesicht leiden und den sechsten Sinn haben. Ja, ja, das ist aber so, Zolling, wirklich. Da kommt man sich manchmal vor wie in der Klapsmühle. Oder wie im Tempel irgendeiner Sekte, die auf Indisch macht und auf die Kraft der Seele baut. Wissenschaftler, man muss sich das mal richtig bewusst machen. Erwachsene, gebildete Männer und Frauen kontrollieren mit heiligem Ernst, ob die Streichhölzer auf dem Tisch nicht doch mechanisch bewegt wurden, ob die Karten nicht doch gezinkt waren. Das wäre ja alles noch erträglich, aber in letzter Zeit deprimiert mich mehr und mehr die Erkenntnis, dass die paranormalen Phänomene so infantil, so grotesk und zwecklos sind. Ja, aber es gibt doch nun solche Erscheinungen, die wir auf normalem Weg nicht erklären können. Das steht doch fest. Ja, natürlich gibt es das, Zolling. Natürlich, ja. Aber was soll's? Da klopft's, da fliegt ein Hammer durch die Luft ohne Grund. Da weiß jemand jetzt schon, dass er irgendwann in München an der Frauenkirche vorbeigehen und mit einem Mann im blauen Mantel, mit einer Narbe im Gesicht, über Fische sprechen wird. Wenn doch nur einmal einer die unbekannten Kräfte der Seele vernünftig einsetzen könnte. So das, was dabei herauskommt. Was nicht nur leicht überdrehte Frauen mit dem ersehnten okkulten Schauer der Unendlichkeit versorgt. Aber zur Zeit, naja, lassen wir das.
Ach, Zolling, ja. Bringen Sie mir doch bitte die Unterschriften mal darüber. Rassenförmig. Ich bleib lieber weiter oben am Waldrand. Wer weiß, wenn da jetzt mal die Schrotten fliegen. Wofür habe ich denn eine Gummilinse? Keine Komposition. Ja, ganz wie Sie wollen. Auf jeder Stufe eine Kamera. Dann hat keiner den Kopf des Vordermanns vorm Objektiv. Mach gut, falls eine gute Schwarzblende. Ja, sagen Sie mal, sind Sie denn auch sicher, Herr Nilsson, dass das hier die richtige Stelle ist? Wenn, dann hier. Was heißt das, wenn? Ich kann ja nur sagen, was ich gesehen habe. Und das hier habe ich gesehen. Aber ich weiß natürlich nicht, was wirklich geschieht. Ich weiß es nicht so, wie man weiß, dass es morgen früh wieder hell wird. Das ist halt das vielberedete Risiko der freien Berufe. Und der Lastzug, kommt der hier den kleinen Berg herunter auf uns zu? Ja, genau. Und ungefähr dort in Höhe der Rufsäule wird er auf die Leitplanke treffen. Das ist doch sehr günstig. Du schau doch mal bitte, ob, dass mir die Tonschriften nicht aus den Buchsen flutschen, ja? Und sind die zum Randstreifen runterziehen. Mal sehen, wie weit rein. Vor allen Dingen der erste Film muss sitzen. Da gibt es nämlich nichts mehr zu wiederholen. Sehr richtig bemerkt. Ich kann es dann nur noch mal rückwärts rollen. Dieses fahle Licht am Horizont und die Reflexe auf den Autodächern. Schrecklich schön. Dann würden Sie also zunächst mal, wie soll ich sagen, mit einem epischen Schwenk beginnen. Ja, epische Show. Also ich will lieber noch mal meine Kamera checken. Nicht, dass ich mache auch noch ein paar Trockenversuche. Besonders bei dem Helligkeitsgefälle hier muss man vorher wissen, wo die Kamera eventuell das Auge zukneift. Ja, nachher alles schwarz ist. Ja, und sehen Sie, neulich bei mir war es so, nicht? Ich denke und gucke noch mal und denke, verteufelt, was ist das für ein schwarzer Fleck in der Landschaft? Da hat sich doch eine Fliege mit auf. Und wie gesagt, meine Damen und Herren, vermeiden Sie jedes Aufsehen. Und sollte jemand fragen, warum wir ausgerechnet hier filmen, rein zufällig. Ja, wir sind ein privater Filmclub und versuchen uns gerade an Außenaufnahmen mit bewegten Objekten. Mit sehr bewegten Objekten, wie wir wohl alle hoffen. Ja. Ja. Und, was habe ich gesagt? Jetzt ist gleich 20 vor 8. Um 5 vor sind wir wahrscheinlich da. Das heißt, wir sind unter Garantie die Ersten. Oh, ist denn das schlimm? Schlimm? Was heißt schlimm? Da werden wir wieder da sitzen. Kinder rasen noch rum in Schlafanzügen. Müssen ständig aufs Klo. Und wir hüsteln künstlich auf dem Sofa, um zu zeigen, dass wir nicht in der Wohnung rumschnüffeln, sondern mit uns selbst zu tun haben. Und die Frau des Hauses ist noch ganz aufgelöst und weiß nicht, wo sie zuerst hin soll. Ins Bad oder in die Küche? Ja, genau. Und der Hausherr versucht, uns mit einem Gesicht voll angestrengter Weltvergessenheit einen Drink zu servieren. Ja, ja, ja. Und hört ständig klingeln, findet die Gläser nicht. Ist doch ganz schön zu sehen. Ach, schön. Ich danke. Für mich nicht. Da hinten, auf der Böschung. Also eine ganze Völkerwanderung. Wo? Na, da oben und rechts, da vor den Fichten. Die scheinen zu fotografieren oder zu filmen. Oh, das hätte ich mir aber einen anderen Platz ausgesucht. Du weißt ja gar nicht, was die filmen wollen. Das Lastauto. Das Lastauto kommt hier direkt. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Bin ich hier richtig im Institut für Fahrpsychologie? Ja, zu wem möchten Sie denn? Eigentlich zu niemandem direkt. Übrigens, mein Name ist Magnus. Ach, Zolling. Aber bitte nehmen Sie doch Platz, Frau Magnus. Vielen Dank, Herr Zolling. Sind Sie hier zuständig? Ja, das kommt darauf an. Warum ich eigentlich herkomme. Hm?
Sie untersuchen doch vor Aussagen. Also, wenn einer heute schon weiß, was in 4 Wochen irgendwo geschieht. Ja, das ist richtig. Haben Sie schon einmal den Namen Nilsson gehört? Ach, meinen Sie das dänische Medium, das in den 30er Jahren Furore machte? Nein. Ich meine Helge Nilsson, einen jungen Mann aus Hessen, glaube ich. Kann sein, dass es ein Pseudonym ist, aber das ist ja wohl auch gleichgültig. Kennen Sie den nicht? Helge Nilsson. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das habe ich mir gedacht. Aha. Herr Nilsson sagt schwere Verkehrsunfälle voraus. Ach, das ist interessant. Nicht wahr? Ja. Und ich glaube, er ist sich der Außerordentlichkeit seiner Begabung gar nicht bewusst. Woraus schließen Sie das? Er ist immer so nüchtern, als würde es sich um die normalste Sache der Welt handeln. Man ruft ihn an, er sagt dann und dann, ist ein schwerer Unfall und dann gegen ein entsprechendes Entgelt führt er 30, 40 Leute in die Nähe des Unfallortes, damit sie dort Filmaufnahmen machen können. Und wie gesagt, wie ein Reiseführer, als gäbe es sowas jeden Tag 1000 Mal. Können Sie mir Herrn Nilssons Adresse geben? Das zwar nicht, aber... Seine Telefonnummer. Ja, das weiß ich. Das ist eine Anzeige aus der Rundschau. Filmen, was nie gefilmt wurde. Sehen Sie, da unten, da steht die Telefonnummer. Ja. Da habe ich damals auch angerufen. Ich filme nämlich leidenschaftlich gern außerordentliche Szenen. An sowas, nein, an sowas habe ich nicht geglaubt. Wie der Tanklastzug über die Leitplanke und der PKW völlig plattgedrückt, aufgeplatzt ist. Das ganze Blut, genau wie Herr Nilsson es vorausgesagt hat. Das ist ja... Nicht wahr? Ja. Und ich finde, ich habe da neulich so eine Sendung über Parapsychologie im Fernsehen gesehen. Und da habe ich mir gedacht, die Wissenschaft darf nicht länger an Herrn Nilsson vorübergehen. Und wenn der Prophet nicht ins Institut kommen will, muss das Institut zum Propheten kommen. Aber so ist das ja nun mal. Ja. Die Leute, die das Zeug dazu haben, weltberühmt zu werden, das sieht man. Und die kleinen Lichter, die werden hochgefeatured. Ja. Das haben Sie schön gesagt, Frau Magnus. Aber ich werde doch mal den Professor... Aber viel halte ich nicht davon. Von was? Von der Parapsychologie. Wie soll ich das verstehen, Herr Nilsson? Für mich ist sie etwas durchaus Überflüssiges. Ja, aber Sie sind doch selbst davon überzeugt, ja, natürlich. Dass Sie bestimmte zukünftige Ereignisse voraussehen. Eben. Wie was? Eben. Na, eben, weil ich das weiß, ist die Parapsychologie für mich überflüssig. Das verstehe ich nicht. Die Apparate, die Karten, die Tests, die Versuche, mit denen Sie paranormale Fähigkeiten nachzuweisen versuchen, das sind doch in erster Linie Dinge, die für die ungläubigen Thomas entwickelt worden sind. Aber ich weiß ja, dass es sowas gibt. Mir braucht das keiner zu beweisen. Nein, Sie sehen das zu eng. So kann man das. Wir testen ja nicht nur, um zu überzeugen. Sondern? Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Wir grenzen ab, wir suchen Gemeinsamkeiten. Ja. Haben Sie denn schon konkrete Ergebnisse? Zum Beispiel, wie diese Phänomene entstehen? Das nicht gerade. Ja, was sie auslöst, wie sie übertragen werden. Wir vermuten. Wir führen Statistiken. Ja, seit 1882 mit dem gleichen Erfolg. Wir hätten wesentlich mehr Erfolg, wenn wir mehr paranormal begabte Versuchspersonen fänden. Ja, das mag sein. Aber Ihre Kollegen haben doch bestimmt nichts Eiligeres zu tun, als die Versuchsbedingungen zu bemäkeln und mich in diesem Fall für einen Scharlatan zu halten. Ja, das sind nur die üblichen Rivalitäten und Anfeindungen. Okay. Die sind zwar in unserer Wissenschaft etwas heftiger, schon wegen der Brisanz der Materie, aber man gewöhnt sich dran. Aber warum ich Sie eigentlich aufgesucht habe? Ich habe 2 große Bitten. Bitte, die wären? Einmal möchte ich Sie bitten, mir zu ermöglichen, eine Ihrer Voraussagen zu protokollieren und zu dokumentieren. Lesen Sie die kleinen Anzeigen in der Rundschau und rufen Sie mich an, wenn da steht, filmen, was nie gefilmt wurde. Und zweitens? Ja, dann möchte ich gerne noch erfahren, was Sie vermuten, warum Sie ausgerechnet schwere Verkehrsunfälle voraussehen, wo Sie doch weder emotional noch tatsächlich an diesen Ereignissen teilhaben. Nur unter einer Bedingung. Und die wäre... Mein Name darf nicht erwähnt werden. Warum? Das wäre doch nur Reklame für Sie. Eben. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich will nicht ein Jahr lang oder was weiß ich wie lang das große Geld machen und dann in der Versenkung verschwinden. Ich will leben wie bisher. Ohne Hoch, ohne Tief, ohne Bruch. Ich will für mich leben und nicht aufgeblasen werden wie ein Luftballon, der aufsteigt, immer höher und den man schließlich aus den Augen verliert. Ich will unabhängig sein. Und das kann man nur so.
Ich verstehe das zwar nicht, aber... Aber Sie haben mein Wort. Das ist jetzt schon von der Böschung aus. Die Abendsonne auf den Dächern, in den Scheiben wie blutige Blitze. Nicht wahr? Das ist genau die Stimmung. Das Gras und die Bäume. Wie samtiger Ross. Ja. Frauen. Ganz weich und melancholisch, hä? Und dieser epische Teppich wird dann gleich knallhart aufgeworfen. Das ist einfach spitze. Da kommt ja schon der Lastzug. Ja. Die Leitplanke. Oh, der PKW, der explodiert ja förmlich. Nur ewig schade, dass der Ton nichts geworden ist. Na, das soll mir eine Lehre sein. Das nächste Mal stelle ich die Mikros nicht direkt an die Fahrbahn. Ach, da kann doch niemand mit rechnen, dass die wirbelnden Blechteile ausgerechnet die Mikros trotzdem treffen und die Kabel abreißen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Der Gag mit der Pastorale ist doch spitze. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Haben Sie die Rundschau schon gelesen? Nein, nein, Zolling, was Neues. Und ob, hier. Filmen, was nie gefilmt wurde, etc. Alles weiter erfahren Sie unter der Nummer 02774. Ja, und? Haben Sie schon gewählt? Bin gerade dabei. Ja, da ist eine Station. Ja, da können Sie nochmal aussehen. 32, das ist ja ein Band von Nummer 73. Jemand da? Nein, da geht doch. Nilsson? Ja. Hier ist Zolling. Vom Institut für Parapsychologie. Ja. Wir wollen Sie an Ihr Versprechen erinnern. Sie haben uns doch eine wissenschaftliche Aufnahme Ihrer nächsten Voraussage zugesichert. Ah ja. Ja, wo, wie und wann wird das denn möglich sein? Wir treffen uns am 5.6. um 19 Uhr in Dillenburg am Bahnhof. Aha. Wo? 5.6. 19 Uhr Bahnhof Dillenburg. Und ich schreib's auf. Und wie ist der Unfallhergang? Ein PKW prallt an einer Baustelle auf Höhe des Rastplatzes Rehbach frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Aha. Ein Lastzug fährt fast im gleichen Moment auf die beiden Wagen auf und kippt um. Mehrere Zentner Äpfel rollen auf die Autobahn und werden eilig von den Insassen der ersten anhaltenden Fahrzeuge zusammengelesen. Ich sehe 5 Tote. Moment, wie war das? 2 PKW-Totalschaden, ein Lastzug fährt auf, kippt um. Tote. Und die Ursache? Fragen Sie mal danach. Und wie kommt es zu dem Unfall? Ein PKW kommt durch ein gefährliches Lenkmanöver ins Schleudern und gerät auf die Gegenfahrbahn. Der eine PKW kommt ins Schleudern. Gut, also das wär's vorerst mal. Ja, wir danken Ihnen, Herr Nilsson. Ja. Dann bis zum 5.6., also um 19 Uhr in Dillenburg am Bahnhof. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tja, also, dann wollen wir die Sache mal angehen und sehen, ob da nicht irgendwas zu machen ist. Sie meinen, ob es so eintrifft, wie Herr Nilsson es vorausgesagt hat? Nein, ich setze ja schon voraus, dass es wahr ist, was er sagt. Mir geht es darum, ob man's verhindern kann, damit es nicht wahr wird. Das wäre ja... Endlich mal was Vernünftiges. Ein Impuls, ein Anlass, um weiterzuarbeiten, nicht wahr? Tja, das wäre schon großartig. Ach, hier noch was, Herr Professor. Ja. Ich habe die beiden ersten Dokumentationsbilder fertig. Oh ja, bitte, lassen Sie mal hören. Ja. Simpson, Dokumentationsband 1. Ah ja. Tja, meine Eltern... Also meine Eltern sind fast jeden Sonntag mit mir irgendwo hingefahren. In einen Tiergarten oder auf eine Burg, in einen Märchenpark. Vater aß Schinkenbrot, trank Bier. Wir hatten Kaffee, Limonade und Kuchen. Oft durfte ich von Vaters Bier den Schaum abtrinken. Und als ich 7 Jahre alt war, das war an einem Junisonntag, er kam aus dem Zoo, fuhr auf der Autobahn. Ja. Warum lachst du denn, fragte mich meine Mutter. Und ich wusste nicht recht, wie ich das erklären sollte.
dass es das schöne Gefühl war, das mit der Limonade in mir aufstieg und mich in der Nase kitzelte. Ich lag auf dem Rücken und sah manchmal Baumwipfel, Vögel und fette weiße Wolken nach hinten abkippen. Ja. Und dann sah ich plötzlich im Seitenfenster die Straße zu mir hochkommen. Spielte einen Ruck, der mich in die Rücklehne drückte, hörte rasseln und brechen und spielte Glasstücke, die mich trafen. Ich klammerte mich an den Vordersitz und erst als kein Geräusch mehr zu hören war und das Auto ganz still lag, schaute ich auf. Meine Eltern waren nicht mehr da. Die Türen standen offen. Übers Lenkrad liefen zwei, drei Blutfäden. In der rechten Ecke des Fensterrahmens vorne hing ein Haarbüschel meines Vaters und der dunkle Sitz schimmerte feucht. Wie alt war er damals? Sieben, stimmt, ja, sieben. Ich wusste, dass meine Eltern nie mehr da sein würden. Ich konnte nur noch schreien und ohnmächtig werden. Und bin erst bei meiner Tante wieder zu mir gekommen. Das ist das Interview jetzt mit der Tante. Ach so. Institut für Parapsychologie, Helge Nilsson, Dokumentationsband 2. Also, in den ersten Jahren, in denen Helge bei mir war, hat er nachts oft aufgeschrien. Mama, Mama hat er gerufen. Du weißt doch, habe ich dann immer in seinem Bett gesagt. Dann hat er jedes Mal Ja, Tante, gesagt und dann ist er wieder eingeschlafen. Ja, als er 15 war, da hat er mitten beim Essen gesagt, Herr Häuser-Heinz fährt vor der Rehbachbrücke auf einen Lastzug auf, das Auto brennt, jetzt kommt der Notarztwagen, aber er ist schon ganz schwarz, verkohlt. Das ist unglaublich. Das ist, und 4 Wochen später ist das ganz genauso passiert. Das ist ganz... Vor 3 Jahren, da kam ein Bus auf den Hof draußen gefahren. Was wollen denn all die Leute hier, habe ich Helge gefragt. In 7 Minuten fährt ein Lastzug in Beckers Scheune, 2 Tote und das wollen die filmen. Und ehe ich das noch richtig begriffen hatte, da hat Helge noch gedacht, 5.000 Mark haben die mir dafür bezahlt. Na, vielleicht kann ich schon bald davon leben. Aber Junge, habe ich gesagt, das ist doch schrecklich, habe ich gesagt. Mit anderen Leuten Unglück, da wollte ich doch keinen Pfennig verdienen. Da hat er nur gesagt, ja, und was ist mit denen, die die Autos bauen, Das ist ein ungeheuer Logik, nicht? Das war's. Ich muss Ihnen da ganz ehrlich sagen, selbst auf die Gefahr hin, dass Sie stark enttäuscht sein werden. Ich will in erster Linie Horror-Action filmen. Nicht? Und das hier, das ist eben für mich eine einmalige Gelegenheit. Ich veranlasse ja schließlich nicht, dass ich da und da und die Uhrzeit, wenn ich mit meiner Kamera bereitstehe, einen Unfall vor meiner Nase ereignet. Der in gut einer Stunde findet mit und ohne mich statt. Nicht wahr? Mit und ohne Leute, die das filmen wollen. Das ist ja sozusagen eine Art Naturereignis, mit dem man zwar rechnen, aber das man ja nicht verhindern kann. Und deshalb ist das Ganze für mich eine moralisch einwandfreie Angelegenheit. Und natürlich finde ich das entsetzlich. Vor allem, wenn dann jemand rausgeschleudert wird. Aber wie gesagt, da ist ja sowieso nichts zu machen. Ja, glauben Sie denn im Ernst, ich wäre von Stuttgart hier raufgefahren? Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es sowas wie Vorauswissen gibt? Außerdem hat mir ein Kollege erzählt, er wäre mal mit Herrn Nilsson zum Filmen gefahren. Es wäre alles so eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte. Weshalb soll ich denn nicht davon überzeugt sein? Selbstverständlich soll man... Also Sie können... Selbstverständlich können die Unfallopfer meines tiefsten Mitgefühls versichert sein. Und ich werde den Film auch als eine erschütternde Warnung verstehen, wenn ich ihn dann meinen Freunden vorführe. Aber man muss das doch ganz nüchtern sehen. Wir haben durch einen rational nicht erklärbaren Vorgriff in die Zeit einen Wissensvorsprung, den man doch, finde ich wenigstens, getrost ausnutzen sollte. Verhindern? Nee, wie soll denn das gehen? Ich meine, nicht, das handelt sich ja hier, das ist ja nicht eine Art Straßenzustandsbericht oder eine Glatteiswarnung oder irgendwas was Ähnliches, sondern das ist ja nun, das sind Ereignisse, die eintreten werden, ganz egal, wie wir da reagieren oder handeln. Herr Nilsson, woher wissen Sie so genau Zeit und Ort schwerer Verkehrsunfälle voraus? Tja, das kann ich nur vermuten. Einen Monat vorher, am selben Tag, zur selben Zeit, habe ich Bilder von einem Unfall vor Augen. Ja.
Und ich glaube, alle diese Unfälle ähneln irgendwie dem, durch den ich meine Eltern verloren habe. Immer wenn ich sehe, wie die Fahrzeuge aufeinander zufahren und dann zerborsten daliegen, habe ich das Gefühl, eiserne Ringe wären um meine Brust geschmiedet. Und es wäre kein Platz mehr dafür einen Schrei. Ja, ja. Nur für die trockene Trauer, die ein Hineinfallen in etwas ist. Ein Abbruch, der in eine trostlose Ewigkeit abstürzt. Dankeschön, Herr Nielsen, danke. Keine Ursache. Ich gehe inzwischen... Zolling! Ja? Zolling, kommen Sie her. Ja, Professor. So, jetzt treten wir in Aktion. Haben Sie alles notiert, Zolling? Ja, Professor. Also gut, dann auf und ich wünsche uns viel Glück für unsere Mission. Das brauchen wir ja wohl auch. Und Daisy. Na, Daisy? Bring den Cola-Cognac mit, ne? Setz dich jetzt. Ich setz mich doch nicht zu jedem, Donald. Wieso? Hast du keine Zeit? Ist doch eh kaum jemand da. Zeit schon. Aber Lust vielleicht nicht. Ah, die Lust kommt schon. Kannst ja gleich auf meinen Schoß setzen, ne? Das macht noch lustiger. Nur weil du spitz bist und Andrang hast, soll ich herhalten? Ich bin doch nicht das Wohlfahrtsamt. Mir ist das was anderes, Daisy. Seit ich dich hier zum ersten Mal gesehen habe, weiß ich dich oder keine. Außer den 25 natürlich, die du sonst noch wo zum ersten Mal gesehen hast. Daisy, glaub mir doch. Komm mal her. Komm mal her. Dich oder keine. Sicher glaube ich dir das. So für mich übersetzt heißt es, die hier schnell mal vernaschen, ist allemal besser als keine. Nee, mein Lieber. Die oder keine, den romantischen Schmus lässt ja jeder mal ab. Aber ich hab da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Obwohl ihr ja alle durch die Bank weg glaubt, euer Auftritt war so ungeheuer stark und Django-like, dass mir gar nichts anderes übrig bliebe, als weiche Knie zu kriegen und in Liebe zu seufzen. Die Nummer zieht bei mir nicht. Daisy, du hast einen völlig falschen Eindruck. So? Glaube ich kaum. Natürlich, für eine halbe Stunde vielleicht. Hast die Welt in Ordnung, alles ist schön. Aber dann stehst du auf und steigst in deinen Lastzug. Und ich stehe wieder hinter der Theke und bin die Belämmerte. Und bei dir zu Hause wartet das kleine, sanfte Frauchen und hat das Essen warm gehalten. Und wer wartet dann auf mich? Du könntest doch drei an jedem Finger haben. Hm? Sicher, aber immer nur für eine halbe Stunde lang. Und das Leben besteht eben nicht nur aus halben Stunden, mein Lieber. Was soll ich denn machen, Daisy, damit du mir glaubst, dass es bei mir anders ist als bei den anderen? Das ist ungeheuer einfach, mein Lieber. Was wäre? Ein schmuckloses, einfaches Ringlein aus Gold. Hier, rechts. Heiraten? Well, da staunst du. Aber ich hab's ja gleich gewusst. Für das, was du willst, bin ich als Kellnerin nicht zuständig. Du musst schon nach Frankfurt in die Elbestraße fahren oder nach Hamburg. Aber wenn du noch was trinken willst, da stehe ich dir gern zu besorgen. Ich muss gleich los, muss heute noch nach Dortmund. Vielleicht hast du übermorgen bessere Laune und gewährst mir schon einen kleinen Vorschuss. Hm? Wie gesagt, zum Heiraten habe ich immer Laune. Appetit kannst du dir jetzt schon holen. Aber gegessen wird nach der Hochzeit. Tschüss. Tschüss. Lächerlich. Lächerlich? Ja, einfach lächerlich. Wie kommst du denn auf sowas? Das ist doch nicht schwer, auf sowas zu kommen. In letzter Zeit dauert es immer so verdächtig lang und früher konntest du doch nicht schnell genug zu Hause sein. Kannst ja mitfahren. Kontrollieren. Du siehst ja dann, dass nichts zu sehen ist. Wenn ich dabei bin, kann ich mir das schon vorstellen. Nach dem Englischkurs sitzen wir halt noch ein bisschen zusammen und klönen. Fragt sich nur was und wie. So kleine Mädchen sollen ja gar nicht mehr so zimperlich sein und ungeheuer griffig. Du liest anscheinend zu viele Illustrierten. Ja, da scheinen wir uns wirklich stark zu unterscheiden. Ich hab da wohl nur theoretische Kenntnisse und du scheinst dich anscheinend ein bisschen lächerlich zu machen. Wenn du meinst, muss es wenn ja so sein. Wenn so die gestandenen ne? Männer beginnen, romantisch zu flöten und den Bauch einzuziehen, wenn so ein kleines süßes Kätzchen hinsieht, das hat schon was ungeheuer Komisches an sich. Und wenn so die reifen Frauen das Gefühl haben, nicht mehr so richtig auf dem Markt zu sein, dann ist das für den Ehemann leider gar nicht komisch, sondern ungeheuer anstrengend und lästig. Tschüss, bis nachher. Kannst du dich ja noch ein bisschen theoretisch bilden. Hey, bring mir auch noch ein Gedeck mit. Man kriegt hier ganz trocken. Oh, tritt mal die Bremse, müsst ihr noch fahren.
Ja, mit Suft kriegt man sowas ungeheuer Instinktives rein. Da kannst du den Schlitten in der Kurve wesentlich besser auspegeln. Naja, ein Bier und ein Kotzer würden dich ja nicht gleich umwerfen. Mich? Mich hat noch keiner von euch voll Eulen besoffen gesehen. Da wärt ihr alle schon tot, wenn ihr das geschluckt hättet, was ich schon weggestellt habe. Ich glaub's ja wohl selbst nicht. Komm, lass mich mal an deine Milchflaschen ran. Hey, weg! Hast du an deiner Rostschleuder andere Auspuffrohre? Hast du ihn frisiert oder was? Mein Alter hat was springen lassen. Ich hab jetzt Doppelvergaser. Das fetzt. Das haut dich in die Sitze. Da glaubst du, mein Käfer wie ein Porsche. Komm mal wieder auf den Teppich und zischerst mal ein. Hier dein Bier und der Kurze. Aber selbst ein Doppelvergaser, der macht aus so einem Käfer noch lang kein Auto. Wenn ihr eure Hosen schön dicht macht, dass mir da ja nichts auf die Sitze kleckert. Gerade heute habe ich meine Saugfrischen an. Dann könnt ihr ja gleich mal sehen, was ein Auto ist. Cheers! Cheers. Cheers! Und da vorne, die umgesetzten Alten? Was ist mit denen, ne? Erst werdet ihr fahren. Stoßverkehr später. Heute. Moment mal, Herr Zolling. Augenblick. Du, Erwin, komm doch mal rüber. Was ist denn los? Moment. Was ist denn? Du lachst dich kaputt. Das ist vielleicht ein komischer Vogel. Der hat eine ungeheure Meise. Der weiß, dass in einer Stunde auf der Höhe des Rastplatzes Rehbach an der Baustelle schwerer Unfall passieren wird. Nee. Will er sich da selbst irgendwo mit seinem Auto gegensetzen? Nein, nein, andere. Zwei Pkw und ein Lastwagen sollen da kollidieren. Tschö. Woher will der denn das wissen? Sowas gibt's doch gar nicht. Nicht nur das. Er will sogar, dass wir die Autobahn absperren lassen. Absperren? Der glaubt, das könnten wir so einfach machen, was? Weiß ich nicht. Frag ihn doch selbst. Das werde ich auch tun. Da. Tag, Zolling. Herr Zolling. Ja, Herr Zolling. Mein Kollege hat mir gerade berichtet, Sie seien hier, um uns zu bitten, die Autobahn in Höhe des Rastplatzes Rehbach abzusperren, weil sich da in einer Stunde an der Baustelle einen Unfall ereignen werde. Genau. Und woher wissen Sie das mit dem Unfall? Herr Nilsson, der schon einige Verkehrsunfälle vorausgesagt hat, nannte Ort und Zeit. Aha. Ich bin Mitarbeiter des Parapsychologischen Instituts. Wir haben gestützt auf bestätigende Zeugenaussagen keine Veranlassung, an dem Eintreffen dieses Unfalles zu zweifeln. Und wenn ich Ihnen sage, dass zurzeit in der Nähe des Rastplatzes Rehbach gar keine Baustelle ist? Wirklich? Bestimmt, hundertprozentig. Kann das ein Reinigungsfahrzeug sein oder eine momentane Behinderung? Möglich. Ja, Nilsson sagte Baustelle. Ich weiß natürlich nicht. Möglich. Ist vieles. Sie werden ja wohl einsehen, Herr Zolling, dass wir aufgrund solch ungenauer Angaben keine Absperrung durchführen können. Sie müssen das verstehen, wenn da jeder käme. Ja, nein. Ich weiß, Sie sind nicht jeder, aber es gibt ein heilloses Durcheinander und das können wir nicht machen. Wir sind ja dafür da, sowas gerade zu verhindern. Ja, aber es geht doch hier um 5 Menschenleben. Wieso? Ich denke, der Unfall ist vorausgesagt worden. Wird sich also ereignen, ob wir nur absperren oder nicht. Deshalb bin ich ja hier. Wir zweifeln daran, ob das auch wirklich notwendig sein muss, was vorausgesagt wird. Oder ob nicht nur eine Konstellation gesehen wird, die dann unweigerlich eintritt, wenn nicht einige sich bemühen, an bestimmten Stellen die Weichen anders zu stellen. Ja, das mag zwar eine nützliche und bedenkenswerte Hypothese Ihrer Wissenschaft sein, aber wir bitten Sie nochmals um Ihr Verständnis. Wir können Ihnen da leider nicht behilflich sein. Parapsychologie fällt nicht in unser Ressort. Herr Zöring. Dann. Sagen Sie, die Sache, die passiert also dort auf Höhe des Kilometersteins? Ja, genau dort. Und über die Leitplanke?
Ja, ja. Na, dann stehe ich aber hier ganz falsch. Mensch, da gibt es einen riesen Otto, da muss ich hier rüber. Nicht so dicht an die Fahrbahn mit den Mikros. Ach, sonst ist unser Ton wieder im Eimer, wie beim letzten Mal. Hast du was zum Willen? Davon, dass der Inhalt mehrere Abflugdisten über die Fahrbahn rollt. Das ist richtig. Dann wäre es da nicht am günstigsten, um das voll drauf zu kriegen, wenn ich dort auf die Fichte stehe. So stehen, ja, dass wir die Sonne im Rücken haben. Da bleibt mir ja nur ein winziger Schwenkbereich. Ach, den ganzen Anlauf der Unfallautos kriege ich doch gar nicht mit, nur weil die aus der Sonne rausstoßen. Ich schieße von hier aus Spitzenwinkel zur Fahrtrichtung. Wo ist Zolling? Genau vor mir. Hat jemand Zolling gesehen? Von selbst ins Lebensgroße. Ach Gott, Sie wollen ja nur gleich da sein, wo die Äpfel hinkullern. Wollten Sie jetzt da hinten rüberkommen mit der Autos? Das ist doch gut für die Stimmung. Sie sehen aus wie das Unglück persönlich. Ja, dann müssen Sie aber einen Rotfilter vorsetzen. Kriegen Sie die Wolken nicht richtig raus? Hey, wären Sie mal so freundlich und werden mir die Kamera hochreichen. Aber gewiss doch, ich komme schon. Ich muss nämlich meinen Zug am Abend bekommen. Früher habe ich auch nur mit Super 8 gefilmt, aber 16 mm, das ist schon was Genaueres. Ja. Wie ist es da oben, hä? Herrlicher Blick von hier oben. Das reinste Idee. Wie ein Jäger auf dem Anstand, was? Ja, das ist aber genau sicher. Oh. Sagen Sie, ja? sind auch keine Kinder unter den Opfern? Denn, also nein, wissen Sie, das könnte ich einfach nicht. Nein, bestimmt nicht. Bitte sagen Sie mir, warum könnten Sie denn ausgerechnet keine sterbenden Kinder finden? Aber nun hören Sie mal, unschuldige Kinder, das... Aber die erwachsenen Opfer sind doch auch unschuldig. Sie sind wohl Professor für Moral, oder wie? Also, das bisschen Sentimentalität, dass Sie sich aus Ihrer romantischen Phase herübergerettet hat. Ich will nur wissen, was mich hier erwartet. Sie möchten also alles vorauswissen? Aber überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich nichts vorauswissen, was mich persönlich betrifft. Denn dann wäre es ja nicht mehr spannend zu leben. Ach, da sind Sie ja endlich, Zollig. Und? Nichts. Wie? Die sperren mich ab. Die glaubten nicht, wenn ich ganz klar im Kopf und konnten sich nur mit Mühe das Lachen verkneifen. Ja, dann aber nichts wie vor. Wie? Wohin? Na, unten an die Brücke, so dass man sie von hier aus nicht sieht. Und ab 19.57 Uhr versuchen Sie, die Fahrzeuge zu stoppen. Ja, mit der nackten Hand, oder wie? Ach, Köpfchen, mein Lieber. Vorausplanung ist alles. Ich habe mir da nämlich neulich so eine Straßenwärterfahne geben lassen. Und damit winken Sie. Los, jetzt nichts wie los. Und? Spurverbreiterung, das brennt! Was macht er denn Spitze? Echte 155! Wahnsinn! Du hast ja alles umgebaut hier drin! Muss das sein! Und es ist eine Schleuder, um richtig in den Griff zu kriegen! Da musst du schon Sportlenkung haben und Schalensitze! Sonst fliegst du auch nur rum! Look at for adventure. Anyone ever comes away. Was ist denn da vorne los? Ja, da kaspert einer auf der Fahrbahn rum und winkt wie ein Blöder hier. Mensch, du wärst ja stark auf den drauf. Ziehst du nicht den Wink? Da ist doch bestimmt was. Ich zieh doch nur. Im Rasier sein Fädchen weg und fahr dann noch eine Schleife auf zwei Rädern. Mensch, Vorsicht! Fest! Das wär's ja wohl. Oder möchte noch jemand das Eintreffen der Polizei filmen? Nein. Ja, dann bitte ich die Herrschaften, sich in einer Viertelstunde am Bus einzufinden. Komm, halt doch mal das Statistik. Nichts! Wieso? Zolling, was ist? Nichts zu machen.
keine Reaktion. Ich wäre fast überfahren worden, wenn ich nicht noch im letzten Moment... Nilsson, Nilsson. Ich habe noch eine Frage. Sie sagten doch, der Unfall ereignet sich auf Höhe des Rastplatzes Rehbach. Ja, natürlich. Ja. An einer Baustelle. Aber hier ist doch überhaupt keine Baustelle. Ja, das ist richtig. Und wie erklären Sie sich das? Ja, ich weiß auch nicht. Vor einem Monat sah ich einen PKW auf einem Mann zu rasen, der ein paar Schritte auf der Fahrbahn stand und mit einer roten Fahne winkte. Und das ist doch gewöhnlich bei Baustellen der Fall, oder? Wir brachten Unfallursache, ein Hörspiel von Roderich Feldes. Die Personen und ihre Sprecher waren Helge Nilsson, Jodok Seidel, Professor Tenhoven, Dieter Borsche, Dr. Zolling, Christian Brückner, Alexander, Joachim Bliese, Brigitte, Marlene Diekhoff, erster Fernfahrer, Karl Walter Dies, seine Frau, Christiane Eisler. Zweiter Fernfahrer, Christian Riedel. Kellnerin, Elisabeth Trissenaar. Lehrer, Klaus Schwarzkopf. Seine Frau, Elisabeth Schwarz. Frau Magnus, Lotte Bartel. Die Polizisten, Hans Timmerding und Klaus Wennemann. Tante, Melanie de Graaf. Die Schüler, Jeanette Becker, Thomas Löbel, Rainer Planck und Jens Weißer. Die Amateurfilmer Renate Danz, Maria Donnerstag, Heide Simon, Anna Telluren, Sylvia Ulrich, Rolf Beukert, Hans-Helmut Diekhoff, Peter Franke, Anfried Krämer, Axel Luther, Karl-Heinz Staudenmeier, Stefan Viering und Wolfgang Zeiger. Ton Peter Jochum. Schnitt Barbara Karschuk, Regieassistenz Mechthild Schau, Regie Horst H. Vollmer.